Ich bin Birgit aus der Lüneburger Heide und ich möchte mit euch einen Rote-Beete-Kuchen backen. Rote Beete, denkt man ja immer, ist nur herzhaft, aber wir machen jetzt mal einen üblichen Kuchen daraus. Dafür habe ich 5 Eier getrennt und wir schlagen das Eigelb mit 300 Gramm Zucker. Vermischen wir und rühren etwas länger, bis die Masse etwas heller wird. Das dauert einen Augenblick, damit sich der Zucker gut mit dem Eigelb verbindet. So, die Masse sieht schon ganz gut aus, schon ziemlich hell. Das Eigelb hat sich schon heller geworden. Jetzt nehmen wir 300 Gramm Mandeln, 4 Esslöffel Stärke, 1 Teelöffel Backpulver und vermischen das miteinander. Und diese Masse geben wir jetzt abwechselnd mit der roten Beete, die wir vorher klein gerieben haben mit einer Küchenreibe. In Stifte und vermengen das ein wenig. Dann kommt die nächste Portion. Schritt für Schritt wird das untergerührt. Geben noch die Schale von einer unbehandelten Bio-Zitrone hinzu. Und 1 Esslöffel Contrôle, das ist ein Orangenlikör. Jetzt wird das wieder eine festere Masse. Die Eier hatte ich vorher getrennt und den Eiweiß habe ich schon steif geschlagen und der wird jetzt unter diese Masse untergehoben. Das Eiweiß habe ich mit etwas Salz fest steif geschlagen und das wird jetzt vorsichtig mit einem Schneebesen untergehoben. Beim Unterheben muss man vorsichtig sein, dass man das Eiweiß nicht so kaputt rührt. Es sieht jetzt ziemlich rot aus, aber wenn der Kuchen gebacken ist, ist die Farbe ein wenig neutraler. So, jetzt haben wir alles gut miteinander vermengt. Jetzt wird der Teig in eine Backform gegeben, in eine 24er habe ich hier. Das Ganze kommt jetzt bei 180 Grad für 60 Minuten in den Backofen. So, unser Kuchen ist fertig gebacken und ausgekühlt. Und nun bereiten wir den Guss dafür vor. Dafür nehmen wir 140 Gramm Puderzucker, 80 Gramm weiche Butter, 85 Gramm Frischkäse, 1 Esslöffel Contrôle. Das Ganze wird jetzt vermengt. So, die Masse hat sich gut miteinander verbunden. Und den geben wir jetzt oben. Den Rand lassen wir noch so lange um die Kuchenform herum. Das ist ein guter Halt für den Guss auch. Wenn alles erkaltet ist, dann nehmen wir den Kuchenrand ab.
So. Und jetzt kommt er mindestens für eine Stunde in den Kühlschrank, damit der Guss schön fest wird.